Ein Günter Beckstein, unser guter Ministerpräsident, hat gesagt, ein gestandenes Mannsbild können nach zwei Maß noch Auto fahren. So, jetzt sind wir hier auf der Wiesn. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Jetzt suchen wir uns mal ein gestandenes Mannsbild. In unserem schönen Land, da trinkt man Bier und bleibt ein Leben lang gesund. Da steht ja einer, Mensch, hallo, wer hallo. Bist denn du? Servus, ich bin der Berti. Bist der Berti, du, wer was wiegst du? Ich bin die Annabelle. Grüß dich, Annabelle. Hi, Christi. Christi, servus. Servus, was wiegst denn du? So ungefähr, das sage ich jetzt nicht ganz, aber auf jeden Fall über 80 und unter 90. Okay, und was hast du jetzt schon getrunken? Ich bin jetzt gerade bei der zweiten Maß. Ah ja, super. Und meinst du, könntest jetzt noch fahren? Ja, mein, wenn unser Ministerpräsident sagt, dass ich noch fahren darf, dann wird das wohl stimmen, oder? Ja, wunderbar. Dann machen wir. Hast du Lust, mit uns ein paar Alkoholtests zu machen, um deine Fahrtauglichkeit zu prüfen? Ja, das können wir gerne machen. Ein Blues, nehmen wir dir vor, haut dem Lukas. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie gut du noch triffst. Ja, das probieren wir mal aus. Also, haut den Lukas. Da war ich schon klein, als ich das letzte Mal gemacht habe, aber das probieren wir jetzt mal aus. Das muss man doch eigentlich als nüchterner Mensch muss man das treffen, oder? Ja, du, nach anderthalb Maß sollst du es doch drin sein. Das muss man treffen können. Okay, gut. Dann. Ja, vielleicht besser als Hardy Lukas, oder? Ja, vielleicht besser, gell? Ich denke schon. Das ist ja nicht ganz so schwierig, das Fahren, gell? Nein. So, also Hardy Lukas hast du jetzt noch ganz gut hingekriegt, ja? Jetzt schauen wir mal, ob du den typischen Polizeitest auch bestehst. Ich habe jetzt hier einen Strich aufgemalt, ja? Jawohl. Und da gehst du jetzt, versuchst du mal ganz zielgerichtet entlang zu gehen. Natürlich. Also, schauen wir mal, ob du es hinkriegst. Gell? Auf freilich. Eigentlich nicht ganz so gut, aber ja. Jetzt schauen wir mal, ob du noch was zielst. Ja, also ich denke, beim Schießen ist ja so, da braucht man ein gewisses Zielwasser, um genau zu treffen. Das haben wir jetzt getrunken. Das haben wir getrunken und jetzt schauen wir mal. Wo bleibt das Bier, wo bleibt die Mast? Wir wollen feiern. Zum Feiern macht, wie jeder weiß, steht seinen Gang. Na, jetzt lief ja super. Boah, da war ja wohl Zielwasser drin, oder? Ja, also ganz ehrlich, beim Schießen ist es so, da geht es erst ab zwei Maß. Okay. Vorher wird es schwierig. Ja, und jetzt gehen wir gleich mal zum letzten Test noch, gell? Jawohl, gerne. Kein Alkohol zum Wohnsitz. So, Perti, also du hast ja hier alles unsere Alkoholtests super bestanden, ja? Jetzt als Belohnung bekommst du jetzt hier diesen Chip, ja? Okay. Und kannst jetzt damit eine Runde fahren. Zeig euch mal, wie gut ich noch fahre, ne? Ja, super. Okay, super. Gehen wir. Dass du jetzt noch sehr gut fahren kannst, hast du ja jetzt bewiesen. Jetzt schauen wir mal, ob du auch noch fahren darfst. Ja, das würde mich auch interessieren. Also 15 Sekunden reinblasen, ja? Und sollten wir, was Gott verhüt, ins Röhrchen blasen, dann zeigt das Röhrchen deutlich null Promille an. Wir rufen frei und froh, ja, ja, das ist schon so, dass man im Bier kein Alkohol mehr trinkt. Ich glaube, das war es immer noch nicht. Also du bist eindeutig über 0,5. Denn Bier